Wie ging das? Hier Wasser, da Druckplatte. Nein. Es ist an der Zeit für eine komplette Netherite-Rüstung. Das Problem hierbei ist leider nur, dass ich nicht genug Diamanten dafür habe. Deswegen werde ich heute versuchen, eine Maschine zu bauen, mit der ich Diamanten sammeln kann. Die meisten Sachen sind einfach zu bekommen, aber eine Sache bereitet mir ein paar Kopfschmerzen, und zwar ein Dead Coral Fan. Denn dafür brauchen wir eine Silk Touch Spitzhacke. Wir haben allerdings noch keinen Silk Touch. An der Spitzhacke soll es ja nicht mangeln. Silk Touch, perfekt. Also das ging ja wirklich super schnell. Zack, zack, zack. Perfekt, 4. Gerade noch genauso viele Level, wie wir haben. Und dann ist jetzt nur noch das einzige Problem, dass diese Coral Fans nur in warmen Biomen spawnen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eine fette Reise machen müssen. Dafür bräuchten wir allerdings eine funktionierende Elytra. Da wir eh noch jede Menge Slime brauchen, würde ich sagen, gehen wir einfach auf Slime-Jagd. Ja, okay, es ist Neumond. Da wird nichts spawnen an Slimes. Und Breaking bräuchten die eigentlich auch noch, bevor wir losfliegen. Warte mal, Unbreaking können wir doch jetzt direkt schon mal zombifizieren, dass wir das dann direkt draufklatschen können. Aber jetzt müssen wir erst nochmal hoffen, dass wir einen Zombie finden, den wir da noch mit reinpacken können. Wieso ist denn hier kein Zombie? Hallo? Oh, warte mal, ich muss erstmal. Jetzt weiß ich, warum ich bis jetzt so gut überlebt habe. Skelette, Hexen, Creeper, Spinnen. Ah, ich habe noch keinen Zombie gesehen hier, ne? Ich habe noch keinen. Die Sonne geht schon fast auf. Ich würde mich mal beeilen an deiner Stelle. Ja. Gut. Brudi, was machst du hier? Wo kommst du her? Komm mal hier rein. Komm mal hierher. Nein. Nein. Egal, waren nur die Blumen. Das war vielleicht ein bisschen fest, aber naja. Yes. Da haben wir noch einen Villager, wo auch immer er gespawnt sein mag. So, solange er sich jetzt noch heilt, brauchen wir noch was anderes zu machen. Und zwar graben wir mal hier unten einen kleinen Spot aus, wo wir das ganze Ding dann bauen können. Für 2 Module brauchen wir außerdem 6 Ancient Debris. Das heißt, wir müssen dann da nochmal gucken, dass wir noch 2 finden. Und wir bauen das Ganze auf Höhe minus 54, weil da die Lavaseen 1 unten drunter sind, meines Wissens. Das wird von der Länge her wahrscheinlich noch nicht reichen, aber es ist besser als nix. So, dann ist jetzt das erste Mal das Ding wirklich in Verwendung. Right, was mitnehmen wäre gut zum Kaufen. Also wenn da nicht so ein riesiger Kabelsalat drumherum wäre, wäre das wirklich richtig, richtig geil. Stimmt, das bringt ja auch jede Menge XP. Und dann könnte ich so vielleicht auch reparieren. Hold up, das testen wir doch gleich mal. Och nö, lass mal gut sein. Okay, diese Nacht sammeln wir kein Slime. Diese Nacht skippen wir lieber. Bro, natürlich hitte ich den Eisengolem. Mal gucken, wie viel ich dafür krieg. So wenig nur? 16 Stück? Unbreaking für 1. Das finde ich gut, da schlagen wir direkt zu. Oh mein Gott, die ganzen XP. Die XP gehen nicht in diese Leiste unten, wenn sie was reparieren. Bro! Ich hab's gefunden, wie ich gut Level krieg. Trading. 7 Bücher, zack. Damit haben wir jetzt auch schon über einen Stack Plus gemacht. So, die Fackeln platziere ich immer. Und wie viel kostet's denn? 4. 4 für eine Elytra. Dann würde ich sagen, warten wir auf den nächsten Tag und holen uns das restliche Zuckerrohr, oder? Das wäre dann auch schon alles. Fliegen wir erstmal rüber und holen ein paar weitere Slimes. Wo bleibt denn das? Oh ja. Magic. Blockle Magic. Och, Creeper. Den magischen Block weggesprengt. Ich hab keine Pferde mehr. Und weg hier. 28 Slime Balls, das ist gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
2. Oh, er könnte mir Pfeile traden. Das ist schon mal gut. Bam. Unbreaking, unbreaking, unbreaking. Mending, perfekt. Das letzte, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Plan. Den werde ich mir jetzt mal machen. Und dann geht's gleich weiter mit einer großen Erkundung. Da wir ja jetzt das schon alles ready haben, müssen wir noch eine Sache machen, bevor wir aufbrechen können. Und zwar müssen wir hier hin. Leute, die die ersten Episoden gesehen haben, wissen, was hier ist. Und zwar ist hier ein Lavasee. ...24 Obsidian reicht für 2 Portale, das sollte genug sein. So, dann würde ich sagen, fliegen wir mal ein bisschen weg und packen ein neues Portal hier oben auf den Berg und über die Netherdecke. Ein Flintenstiel wäre vielleicht auch noch ganz gut. Zack, dann mal ab in den Nether und gucken, wo wir rauskommen. Da ist unser echtes Portal. Sollte mir vielleicht was zum Bauen mitnehmen. So, und jetzt nehmen wir einfach den Dirt und bauen uns hier hoch. Jetzt geht es darum, eins zu finden, das auf Höhe 127 ist. Das ist 127. Wir haben unseren Gewinn. Dann können wir hier eine Leiter anbringen. Schnappen uns eine Enderperle. Dann in die Lücke. Und dann zack. Perfekt. Wenn ich jetzt das Flintenstiel vergessen hätte, das wäre schlecht gewesen. So, perfekt. Dann ist das hier unser Travel-Portal und das da unten unser... Gewitter. Mal was Neues, nice. Dann gehen wir gleich mal rüber zu den Slimes und checken ab, was da geht. Wenn ich jetzt vom Blitz gekillt werde, ja. Wäre krass. ...37, nice. Zombies können nicht schwimmen, aber Creeper schon... Ah, guck mal, wie die sich alle drehen! Alter! Was ist das denn? Dann können wir uns mal auf den Weg machen in wärmere Regionen. Ich habe zwar keinen Plan, wo die sind, aber wir fliegen einfach mal ein Stückchen in eine Richtung und gucken dann, dass wir da hoffentlich was Wärmeres finden. Juhu, die läuft ja supi. Perfekt. So, mal gucken, wo wir hier rauskommen. Oh geil, Subspace Bubble, nehme ich. Wo bin ich denn hier? Meer, 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 Meer. Wüste. Nee. Schnee! Schnee! Das ist genau das Gegenteil, wo ich eigentlich hin wollte. Aber I guess geil. Jetzt haben wir auch Schnee. Wir sind exakt in die falsche Richtung geflogen. Raketen, Raketen. Und es mangelt mir am Gunpowder. Wie kann das denn sein? Wenn die Sonne wieder aufgeht, kann es weitergehen. Ich denke, so langsam sollte da jetzt genug drin sein. Und da ist auch mein Inventar schon voll. Lass mal Flight Duration 2 machen. Duration 1, Duration 2. Ab in den Norden. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Hoffentlich ein warmes Biom. Sieht jetzt nicht so nach warmen Biomen aus. So, mal hoffen, dass hier warm ist. Nö. Dann bauen wir uns mal exakt hier hoch. Na, hier. Ist auf jeden Fall ein warmes Biom. So, gut. Dann hoffen wir, dass hier irgendwo ein warmer Ozean oder so ist mit den Korallen, die wir brauchen. Oh, Wüstentempel. Juhu. Müll, mehr Müll, noch mehr Müll. Wie ging das? Hier Wasser, da Druckplatte. Nein. So ging's nicht. Oh mein Gott, ich wollte eigentlich rausfliegen. Oh, Hilfe. Ich habe mich kurz schon tot gesehen. Bin ich ehrlich. Ja, ja, aber da ist unsere Belohnung. Hier ist unsere wohlverdiente Belohnung. Yes, 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 yes. So, und ich glaube, dass wir damit tatsächlich jetzt auch schon das schwierigste Item rangeholt haben. Ich meine, ab jetzt kann es ja nur noch einfacher werden. Den Sandstein kann ich ja auch gleich mitnehmen. Zack. Wofür auch immer ich exakt einen Sandstein brauche. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal eine Schalke und packen hier den Stuff rein. 21 Slime-Blöcke brauchen wir. Wir haben 9 Dead Coral Fans. 2 Stück von 9 Pistons.
So, 9 Pistons. Oh, und nochmal 8 Sticky Pistons. Eigentlich sollte das Video zwar noch ein bisschen länger gehen, aber da wir jetzt schon bei über 10 Minuten sind und ich noch über eine Stunde Rohaufnahme habe, wird das hier nur Teil 1 und Teil 2 gibt es nächste Woche. Lasst also gerne ein Like und ein Abo da, um das Ganze nächste Woche nicht zu verpassen. Und dann sehe ich euch hoffentlich bei Teil 2 wieder. Ciao!